damit offiziell nochmal willkommen zurück seid gegrüßt. Mein lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Engladum zu einem neuen Part, zu einem neuen Stream, zu einer neuen Aufnahme mit dem Zwergenfürst. Wir spielen Ken Follett, die Säulen der Erde, The Pillars of Earth. Wer den Wind sieht, Buch 2, die Kapitel 8 bis 14. Ja, wir legen los, würde ich sagen. Wir spielen das zweite Buch, starten rein das Abenteuer. Das zweite Abenteuer des dreiteiligen Abenteuers. Ja, let's go. Los geht's. Mein Name ist Aliena von Shiring. Ich bin die Tochter von Graf Bartholomäus von Shiring. Zumindest war ich das, bevor mein Vater wegen Verrats gegen den König festgenommen wurde. Und ein Mann, den ich nicht heiraten wollte, hat nun alles in seiner Gewalt, was meine Familie je besaß, uns eingeschlossen. Oh, weia. Los, Kerls. 5 Wochen zuvor. Alienas Kümmer. Wo ist das Mädchen? Da, wo ihr Teufel sie eingeschlossen habt. Wenn der König davon erfährt. Hier ist der Schlüssel. Jetzt hol sie, ich bin am Verhungern. Aha. Okay, wir spielen Aliena in Alienas Kammer. Ja, sehr toll. Dann lässt mich hier schlafen. Wie ein Witcher im Steier angekettet ist. Ah, okay. Seid ihr wahr? Alles weg. Warum wollt ihr es jetzt? Es ist nichts mehr da. Okay, die Leiter rauf oder runter. Bitte, ihr dürft ihn nicht warten lassen. Können wir hinauf? Okay, können wir scheinbar nicht. William war es da unten. Was dauert das so lang? Komm hinauf. Gott sei Dank, ihr seid am Leben. Natürlich. Wieso auch nicht? Oh Gott, hat er euch geschlagen? Nun, ich schätze, er wird mutiger. Jetzt, da sein Vater kurz davor steht, eine Audienz beim König zu bekommen. Dauert mir zu lang, holt sie! Nun gut. My Lady, ich bitte euch, provoziert ihn nicht! Noch nicht! Nicht, ehe ihr richtig bewaffnet seid! Wie geht es, Richard? Okay. Sie behandeln ihn wie einen Hund. Ich habe ihm einen Mantel gegeben, damit er in dem Sturm nicht erfriert. Im Hof ist Rüstzeug versteckt. Nahe dem Tor. Seht nach einem roten Stück Stoff. Das reicht. Macht, dass ihr runterkommt. Und macht keinen Ärger. Ich habe gerade erst mein Schwert gesäubert. Alles klar. Michu hat ein paar Waffen versteckt. Irgendwo neben einem roten Stück Stoff. Na dann, suchen wir mal danach. Endlich. Nur weil ich dich in meiner Kammer schlafen lasse, heißt das nicht, dass du es dir da gemütlich machen kannst. Was ist mit deinem Gesicht? Deine Arroganz macht dich hässlich. Was für ein Widerling. Man erntet, was man sät.
Oh, ich würde ganz gern ein paar Dinge mit dir sehen. Das hat sie nicht so gemeint. Euer Vater wird bald der neue Graf sein. Dann gehört die Burg euch. Es gibt keinen Grund, die Lady und ihren Bruder als Geiseln zu halten. Spar dir die Worte. Es hat keinen Zweck. Hey, Walter. Scheint, als bräuchte die Prinzessin einen Diener, der für sie spricht. Ich weiß nicht, warum ich diese hässliche Langweilerin je heiraten wollte. Eine wahre Lady, das hätte ich verdient. Vielleicht sogar Kaiserin Mathilde. Verdient hast du einen Dreck unterm Ofen. Ja, was? Ich werde die Kaiserin heiraten. Und sie halte ich mir als Hure. Als ob Mathilde dich je heiraten würde. Halt's Maul! Nein! Du hast hier nichts mehr zu sagen. Ich bin immer noch die Tochter des Grafen. Du bist eine elende Hure, das bist du. Oh, wie du doch deine Rache genießt. Du kriegst bloß, was du verdienst. All das nur, weil ich dich nicht heiraten will. Halt's Maul. Halt's Maul! Du bist ein armseliger Mann, der nichts als Grausamkeit kennt. Gott wird dich dafür strafen. Ich bin grausam. Du hast unsere Hochzeit abgeblasen und mich zum Gespött der ganzen Grafschaft gemacht. Hört auf, alle beide. Geh raus, Mädchen, dreh eine Runde. Ich soll rausgehen? Sonst noch irgendwas, William? Sag dem Miststück, es soll mir was zu essen bringen. Ich hab Hunger. Du hast ihn gehört. Jetzt geh. Das Spiel mit dem Markt für ihn. Alles klar. William hat es mir aufgetragen, Essen zu holen. Ich habe dir immer gesagt, Hochmut kommt vor dem Fall. Mit Schott, diese Tiere. Richard. Haben sie dich gehen lassen? Hast du dich auf ihre Seite geschlagen? Sei nicht albern. Ich werde mich ihnen niemals beugen. Wir sind auch nur Menschen, ja? Wie geht es dir? Wenn ich ein Schwert zum Halten hätte, ging's mir besser. Hat er was Komisches gesagt? Der Junge und ein Schwert. Schau ihn dir an. Er kann kaum den Kopf hochheben. So ein Wurm kann nicht kämpfen. Besser, man zertritt ihn gleich. Nur Geduld. Ich schaff uns hier raus. Das wird nicht reichen. Wir müssen die Burg zurückerobern. Bist du verrückt? Sie müssen büßen, Ellie. Selbst König Stefan. König Stefan weiß wahrscheinlich gar nicht, was hier passiert ist. Er muss die Wahrheit über diese Leute erfahren. Vertrau mir, Ellie. Ich habe einen Plan. Nicht! Ihr könnt so lange flüstern und planen, wie ihr wollt. Solange meine Männer das Tor bewachen, kommt ihr hier nicht lebend raus. Ich habe das Gefühl, das wird passieren. Wir werden dem Trost kommen. Keine Dummheiten. Keine Angst. Hast du meinen roten Schal gesehen? Hast du den Verstand verloren? Matthew hat ihn zuletzt gehabt. Er sagte, er hätte ihn verloren. Dann frag ihn! Und ich mache mir inzwischen Gedanken über einen Plan. Du hast meinen Schal wirklich nicht gesehen? Ellie, hör auf mit dem Unsinn! Die Sache ist ernst. Ich bin bald zurück. Verliere nicht die Hoffnung. Mhm. Mit ihm reden? Der Wachhund. Menschlicher Wachhund.
Tu nicht so, als hättest du nie ein Herz gehabt. Ich sehe doch, wie gut du sein Pferd behandelst. Du willst, dass ich euch gehen lasse? Ja? Natürlich. Das wäre sehr anständig von dir. Es ist unverantwortlich, uns hier gefangen zu halten. Geht nicht. Warum nicht? Weil Bartholomäus noch Graf ist. Ich kann seine Brut nicht einfach frei rumlaufen lassen. Ich werde nicht dafür bezahlt, unverantwortlich zu sein. Du machst viel für ihn. Kümmerst dich um sein Pferd, bewachst seine Gefangenen. Was zahlt William dir? Wieso fragst du mich das dauernd? Ich könnte dir vielleicht mehr zahlen. Richtig. Sag uns, wie viel du willst. Vielleicht tue ich das ja nicht nur fürs Geld. Das glaube ich dir nicht. Was sonst könntest du davon haben, grausam zu sein? Einen eifrigen Schüler. Im Gegensatz zu dir mag Percy Hamley, wie ich seinen Sohn aufziehe. Mhm. Du wirst dafür in der Hölle schmoren. Das habe ich in letzter Zeit öfter gehört. Es stimmt ja auch. Leute wie du werden ewige Qualen erleiden. Das macht diese Welt gerecht. Oh, das wusste ich nicht. Aber ich mache mir ja sowieso nicht so viele Gedanken. Okay, dann gehen wir weiter. Wir sollen Essen besorgen für den Drecksack und die Waffen suchen, die irgendwo versteckt sind. Die Speisekammer. Ich hoffe, wir können das noch irgendwo im Regen stehen lassen, das Essen. Bevor wir es hochbringen. Ja, schön, das hier riecht ja furchtbar hier drin. Schön ein paar verfrorene Äpfel. Da stecke ich meine Hand nicht rein. Ekelhaft. Nicht? Ich dachte, ich könnte mal ihm zum Essen geben. Da stecke ich mal. Ekelhaft. Die sind alle verrottet. Mhm. Mehlwürmer. Lecker. Das lohnt sich nicht. Sie sind offensichtlich ungenießbar. Und hier mein Tuch. Ein Laib Brot. Und es sieht nicht halb so schlecht aus wie der Rest hier. Na dann. Bringen wir mein altes Brot. Ein trockener Laib Brot. Oha, da war doch ein rotes Tuch. Oder nicht? Sekunde. Rückblick. Das, was geschehen ist. Oder was? Warte mal, das ist doch hier. Oh, verdummtes Fleisch. Ist kein rotes Tuch, ist verdummtes Fleisch. Voller Maden und Schimmel. Können wir auch servieren. Der Hund. Flemish, hier Mädchen. Erkennst du mich nicht? Ah, gutes Mädchen. Im Regen ist mein Geruch wohl schwer zu wittern. Im Regen riecht der Hund auch entsprechend. Das Vorratslager ist links von dir, nicht am anderen Ende des Hofes. Okay, wir müssen irgendwo noch ein Tuch finden. Die Waffe müssen wir suchen. Du hast mich gehört. Bleib, wo ich dich sehe. Okay. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist, aber... Matthew muss sie woanders versteckt haben. Tja, da kommen wir gerade nicht hin. Na, hast du, wonach mein Herr dich gebeten hat? Ja. Gut,
Dann lass sie nicht länger warten. Wir haben ein bisschen Schimmelfleisch. Hier. Friss und feig dran. Dein Essen. Ja, was ist das? Mehr kriegst du nicht von mir. Oh, das werden wir ja sehen. Ach du Schimmel. Du glaubst wirklich, du könntest deine Spielchen mit mir treiben? Ich bin die Tochter des Grafen. Und nach dem Gesetz des Königs bist du mein Untertan. Ach was. Vergiss, was ich über deine Arroganz gesagt habe. Sie macht dich eigentlich ganz hübsch. Ha? Im Namen meines Vaters! Stirb! Master Richard! Nicht! Dummer Junge! Nein! Er ist so dumm wie seine Schwester. Das war wirklich eine dumme Aktion. Ich würde dich rannehmen, wenn ich wollte. Aber ich stehe nicht auf Jungs. Was ist mit ihr? Ist sie tot? Lass sie. Der König hat noch nicht gesprochen. Wartet, bis euer Vater Graf ist. Dann könnt ihr mit ihr machen, was ihr wollt. Verdammt! Zur Hölle! Sie ist so hässlich, die will doch eh keiner. Steck sie zu den Tieren, bis der König entschieden hat. Erst heiraten wollen, dann ist sie so hässlich, wie das der Kinder will. Ja, genau. So passt's. So, na dann. Los geht's mit Buch 2. Die Säulen der Erde. Live auf Zwergenfürst LP. Beast und the known world, Class of Earth, where you can fight. Die Säulen der Erde. Jetzt geht's weiter. Buch 2. Wer den Wind sät. Kapitel 8. Aliena. Dynamit haben wir leider noch nicht mit dabei. Ist doch noch nicht erfunden. Richard! Richard! Wach auf! Komm! Du musst jetzt aufwachen! Tja, das ist ja der Hammer. Er hängt zu hoch. Ich bin angekettet. Ich kann ihn nicht erreichen, wenn er bloß näher wäre. Dogo ruft es mir an. Ich
Ich kann es nicht erreichen. Ich kann es nicht erreichen. Okay. Wir können wohl gerade relativ wenig tun. Können wir die Ketten irgendwie aufkriegen? Wo ist nur dieser rote Schal, Matthew? Tja. Hey! Wir können gerade nicht wirklich viel mit dem Fehl tun. Ellie, Ellie, mein Ohr! Was hast du dir dabei gedacht, auf William loszugehen? Ich musste dich beschützen. Denk nächstes Mal nach, bevor du sowas Dummes tust. Wie hast du dich vorher befreit? Ich weiß es nicht. Sie haben die Fußschellen angepasst, als sie mich hier angekettet haben. Aber heute habe ich es irgendwie geschafft, rauszuschlüpfen. Die letzten 3 Wochen haben mich wohl sehr entschlossen gemacht. Ja, und sehr dünn. Wie fühlst du dich? Mir ist heiß. Wir müssen dich abkühlen. Die Wunde lässt dein Blut kochen. Wir müssen an einen trockenen und kühlen Ort kommen, damit du heilen kannst. Ihr sitzt doch schon im Regen. Sie haben uns angekettet. Ich werde hier sterben. Keine Panik. Das macht es nur schlimmer. Richard, wirf mir das Hufeisen zu. Es ist nicht hart genug, um damit die Ketten zu sprengen. Ich hab's versucht. Ich werde mir was einfallen lassen. Den Hammer können wir runterwerfen. Mit dem Hammer. Gib nicht auf. Wir kommen hier raus. Und was dann? Wir werden Vater finden. Er wird wissen, was zu tun ist. Ich habe gehört, er sei beim König in Winchester. Dann müssen wir auch dorthin. Du wirst schon sehen. Er bringt alles wieder in Ordnung. Nur nicht aufgeben. Wir kommen hier raus. Ich weiß nicht. Na dann, dann können wir doch jetzt bestimmt. Richard lebt. So. Nehmen wir das Hufeisen. Können wir ein bisschen Hufeisenweitwurf machen. Und zack. Und zack. Sehr schön. Mit dem Hammer können wir doch jetzt bestimmt. Die waren platt. Hämmern. Verdammt. Alles sehr schön. Psst. Wir sind frei. Ich als nächstes auf. Erstmal die Wachen überwältigen. Hammer auf den Kopf. Jetzt haben wir eine Wache. Die Waffe, nicht eine Wache. Dann warte hier und rühre dich nicht, bis ich weiß, wie wir hier rauskommen. Nehmen wir sein Pferd. Ja, gute Idee. Aber erst müssen wir die Waffen finden, die Matthew versteckt hat. Okay, mit einem Pferd können wir fliehen. Ein Karren. Nichts. Vielleicht hat Matthew das andere Tor gemeint. Aha, okay, den Hammer haben wir nicht mehr. Sehr schade. Hier ist nämlich jemand. Könnten wir mal eben. So, hier ist lang. Also, die Schlacht war ein bisschen kurz für meinen Geschmack. Von welchem Scherben?
Da William Hamley aus einer adligen und politisch ambitionierten Familie stammt, hat er eine eigene kleine Armee unter seinem Befehl. Es gibt drei Männer, die fast nie von seiner Seite weichen. Walter, Hugh X und Ugly Gervais. Hugh und Ugly sind Ritter, die für ihre Gewalttätigkeit und Loyalität bekannt sind. Allein ihre Namen bringen Furcht in die Herzen ihrer Gegner. Walter war Williams Lehrmeister und hat ihm schon als Burschen das Reiten und Kämpfen beigebracht. Nun ist Walter Williams Leibwächter und rechte Hand. Aha, das sind die dort. Die Ritter haben sich Shoex und Abdi Gervais. Ah, da sehe ich ein rotes Tuch. Ich hab Lust. Ich hab's gefunden. Den wie Matthew gesagt hat. Am Tor. Jetzt nicht fallen lassen. So, wir haben Waffen. Let's go. Vaters Dolch. Und dann auf geht's. Erstmal streicheln. Vorsichtig. Anscheinend mag es das nicht. Hey! Lass die Finger von Williams Pferd. So wirst du mir nicht davonkommen. Nun nein. Jetzt schnell. The End. Okay, wir sind gestorben.